Ein Sommerabend am Lohner Sand in Wietmarschen. Diplombiologin Jutta Ofer verspricht einzigartige Einblicke in eine Landschaft, die sich in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gewandelt hat. Vor 20 Jahren rollten noch die Panzer der Bundeswehr über dieses Gelände. Nun hat sich ein Naturparadies entwickelt, das seltenen Pflanzen und Tieren ein Zuhause und Erholungssuchenden ein besonderes Erlebnis bietet. Kieferngruppen und über 300 Jahre alte Huteeichen wechseln sich ab mit Teppichen aus zartem Silbergras, Flechten, Moosen, Heide und natürlich Sand. Kleine Blüten in Gelb und Blau leuchten vereinzelt in den Flächen. Perfekt angepasst an die extremen Bedingungen, trotzen sie hier dem Wind, der Trockenheit und der Nährstoffarmut, indem sie teils meterlange Wurzeln in die Tiefe treiben. Es sind echte Überlebenskünstler, erklärt Jutta Ofer. Wir lernen einen der schnellsten Käfer der Welt kennen, den Sandlaufkäfer. Der ist im Verhältnis zur Körpergröße eines Menschen umgerechnet auf über 700 Stundenkilometer bringt. Erinnerungen an die Lüneburger Heide werden beim Anblick der Weite und der Heideflächen im Lohner Sand geweckt. Die offenen Flächen werden durch die Beweidung mit Schafen und Ziegen erreicht. Die Herde sorgt dafür, dass Kiefern, Birken, aber auch die Traubenkirsche nicht überhand nehmen. Der Weg führt vorbei an einigen Stationen des hier liegenden Naturlehrpfades und an dem Standort des Hexenpfahls, auch Hexenberns Geißelpfahl genannt. Demnach müsste der Hexenpfahl an dieser Stelle, in der Nähe der Schutzhütte im Lohner Sand, gestanden haben. Ja, also auch Lohne ist vom Hexenwahn nicht verschont geblieben, wie in allen Gegenden Deutschlands tobte ja der Hexenwahn und man hat also alle möglichen Leute der Hexerei bezichtigt. Der Lohner Hexenpfahl soll tatsächlich auch hier im Lohner Sand gestanden haben und da wurden also auch etliche Hexen verurteilt und vor allen Dingen das berühmteste Opfer dieser Hexenverfolgung ist der Hexenbernd. Der Hexenbernd war ein Mann, der alle möglichen Leute der Hexerei bezichtigt hat. Beeindruckend, sowohl durch seine Geschichte als auch durch seine faszinierende Natur, das ist der Lohner Sand. Natur kann sich erholen und zu einem neuen Leben erwachen, vorausgesetzt, man gibt ihr Zeit und Raum. Die Wanderung mit Jutta Ofer bringt uns die Tier- und Pflanzenwelt näher, den Blick öfter mal auf die kleinen Dinge am Wegesrand richten. Ein gut gemeinter Rat.